Trotz zahlreicher Initiativen und Förderprogramme ist die Digitalisierung deutscher Schulen noch lange nicht abgeschlossen. Doch muss dies nicht im Alleingang geschehen. Die Städte Offenbach und Hanau sowie der Main-Kinzig-Kreis haben dafür eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen. Norman Jahn ist Sachgebietsleiter in der Stadt Offenbach am Main und dort zuständig für die Erstausstattung, die Einrichtung, die Ersatzbeschaffung und die Schulbudgets. Hallo Herr Jahn. Hallo Herr Stengel. Herr Jahn, was genau steht denn nun in dieser Kooperationsvereinbarung? Da muss man sagen, diese interkommunalen Zusammenarbeiten, so heißen die als Verwaltungsjargon, sind ja keine neue Erfindung. Die gibt es schon ewig. Jetzt standen wir alle vor dem Digitalpakt. Wir standen alle vor dem gleichen Problem. Und auch wenn man es nicht glauben mag, auch wenn es manchmal den Eltern, den Schulleitungen so vorkommt, dass sich einzelne Schulträger nicht miteinander unterhalten. Wir haben 37 Stück in Hessen. Wir unterhalten uns schon miteinander. Und auch aus der räumlichen Nähe haben wir drei uns relativ schnell miteinander unterhalten und dann festgestellt, gerade was so Einzelthemen des Digitalpakts betrifft, haben wir ein gleiches Problem. Und das Problem ist bundesweit, das ist die Vergabe. Und dann ist daraus entstanden, ja, wenn du doch eigentlich grundsätzlich dasselbe ausschreibst wie ich, warum tun wir uns nicht zusammen, gründen eine interkommunale Zusammenarbeit, das ist die Grundlage dafür, und schauen immer, was wir ausschreiben müssen, was wir alle ausschreiben müssen, wo wir dann nur Nuancen in der Beschreibung ein bisschen verändern, uns an, schreiben dann aber eben nicht 500 Sachen aus, sondern 1500, bekommen einen ganz anderen Preis auf dem Markt, vielleicht auch eine ganz andere Ware und können gegenseitig bei uns in den Verwaltungen, weil wir unter Corona und auch so immer sehr belastet sind, das wird immer sehr oft vergessen, das ist ja alles on top, was wir hier so treiben, im Digitalisierung und in der Digitalpakt zum alltäglichen Arbeiten, entlasten wir uns. Relativ schnell waren wir uns da einig, haben die interkommunale Zusammenarbeit über unsere politische Ebene geschlossen, gemeinsam ausgeschrieben und siehe da, es ist von Erfolg gekrönt. Ja, also wir haben alle drei das Gefühl. Das klingt für mich jetzt so, als ob der Hauptvorteil des Ganzen eine Entlastung ist und dass man halt sozusagen Synergieeffekte nutzt, dass halt nicht ein und derselbe Schritt immer und immer wieder in den verschiedenen Verwaltungen getätigt werden muss. Aber was sind denn jetzt, Sie haben ja gerade von 1500 Sachen, die dann auf einmal ausgeschrieben werden können, gesprochen. Was sind denn jetzt die konkreten Maßnahmen, die dort beschlossen sind, das gemeinsam zusammenzulegen? Ja. Der Digitalpakt ist ja ein Infrastrukturprogramm, was immer wieder vergessen wird. Er ist ja durch die ganzen pandemiebedingten Zusätze so ein bisschen pervertiert worden. Aber im Grundlage war es ja dafür, dass wir Schulträger gesagt haben, an den Schulen in Deutschland fehlt uns Grundlage. Kabel, bestimmte Dinge. Wie als Beispiel Präsentationsmedien in jedem Klassenraum verfügbar. Und zwar einfach verfügbar. Darauf haben wir uns reduziert. Wir haben uns einmal auf die Verkabelung miteinander besprochen, wo können wir Synergieeffekte finden. Und der große Synergieeffekt, den wir gefunden haben, sind die Präsentationsmedien. Ich verfolge den Markt seit über 8 Jahren, ja, gucke mir an, wie die Entwicklungen sind, habe relativ schnell erkannt, Beamer wird sterben. Ja, das ist auch meine Intention, die ich ganz ehrlich verfolge und sage, ja, Beamer in Nuancen. Ich verstehe auch Schulträger, die sich dafür entschieden haben, aber LED-Board ist eigentlich das. Und alle drei hatten denselben Gedanken. LED-Boards ist das, was uns die nächsten 10 Jahre einfach vom Support, von allem drum und dran gut helfen kann an der Stelle. Wir können damit die Kreidetafel ersetzen und können wirklich sagen, das ist jetzt das neue Präsentationsmedium, einfach verfügbar. Für Offenbach waren das 900 Stück, für Hanau waren es um die 900 Stück und für den Main-Kinzig-Kreis weit über 1500. Wir haben also eine Riesenzahl zusammengeschleppt und haben gesagt, erstmal das, was an der Wand hängt, und was uns wichtig war, eben nicht nur ein Board an die Hand zu hängen, das haben wir jahrelang gemacht, das war nicht von Erfolg gekrönt, sondern wirklich die Tafel damit zu ersetzen. Also Tafelflügel dran und dort, wo die Tafel stand, weil das, auch wenn wir hier immer über dezentralen Unterricht sprechen und weg vom Frontalunterricht, es ist eben der Bestandteil des Klassenraums, bestimmt auch noch für die nächsten 10 Jahre. Das haben wir damit erzielt. Wir haben das so ausgeschrieben, haben einen Zuschlag erteilen können und ich kann Ihnen jetzt aktuell gerade melden, dass wir nicht nur auf der Zielgeraden sind, sondern dass wir eigentlich durch sind. Der Main-Kinzig-Kreis, die Stadt Hanau und wir haben das Maximale an Schulen bei uns schon mit diesen Boards ausgestattet. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Technikneuanschaffung, aber Technik will ja auch benutzt werden. Das heißt, die Lehrkräfte müssen ja auch entsprechend geschult werden. Da bieten sich ja bestimmt auch Synergieeffekte an. Ist denn in diese Richtung auch gedacht worden in dieser Kooperation? Das ist das Einmalige. Wir als Schulträger sind ja kommunal, Föderalismus, wir dürfen eigentlich keine Schulung anbieten. Das ist Sache des Landes als Lehrkräftezuständige.
Wir haben aber hier recht schnell erkannt, neue Geräte in eine Schule zu bringen. Das ist ja die Forderung der Gewerkschaften, der Lehrkräfte, macht das nicht, sondern Pädagogik folgt nicht Technik, sondern Technik folgt Pädagogik. Okay, wir schreiben auch direkt diese Schulung mit aus. Und zwar die Schulung, die wir als Schulträger, das haben wir uns so geeinigt, ist eben, jeder, der ein Gerät bekommt, kriegt ja eigentlich eine Erstschulung in irgendeiner Form und Weise. Und dann haben wir gesagt, das ist eben nicht Aufgabe des Landes und sonst was, das ist unsere Aufgabe, weil wir das Gerät ins Land bringen. Die Folge, also das vom DAO, dümmste anzunehmender User, und das nicht negativ gemeint, sondern ich bin selbst auch DAO, ja, an vielen Stellen, wenn man was Neues bekommt, bis zum Admin von der Schulung her. Also wir haben eine Erstschulung und da war dann eben so diese Aufgabe auch an uns, wenn jeder Schulträger an drei Standorten mit diversen anderen Standorten Schulung anbietet, dann ist das eine Sisyphus-Aufgabe, weil sie immer koordinieren müssen, ist in der Schule auch schon das Material da, können die schon geschult werden. Dann haben wir gesagt, lasst uns gemeinsam einen Schulungsraum kreieren. Die Einigung war dann, wir machen den in Hanau, das ist zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und Offenbach für alle so ein bisschen relativ der gleiche Aufwand, haben da das Digilab mit Hanau zusammen gegründet, dem Main-Kinzig-Kreis, und lassen da unsere Schulung stattfinden. Diese Erstschulung. Das ist neu, das ist unik. Das ist aber auch vom Digitalpakt dieser positive Effekt, der da auch drin steht für die Schulträger. Jetzt sind wir wirklich zuständig für die ganze Digitalität, für die ganzen Netzwerke und alles muss mit uns abgestimmt sein. Ja. Aber dann müssen wir auch dieses Zepter annehmen und wir müssen das auch tun und nicht in Diskussionen uns verlieren, warum ist was gut, warum ist was schlecht, sondern das, was klar ist, so eine Erstschulung ist vollkommen klar, umsetzen. Und den Ja. Rest, da kann man dann immer noch mal die Gespräche suchen. Bei solchen Großprojekten stelle ich mir aber auch die Bürokratie dahinter relativ groß vor. Was sind denn so die größten Herausforderungen bei einer so groß angelegten interkommunalen Zusammenarbeit? Also die größte Herausforderung ist immer die Vergabe. Das ist so eine Vergabe auch in der Dimension. Wir bewegen uns hier im mehrstelligen Millionenbereich. Ja, ist klar, jeder möchte mitspielen. Jeder gibt ein Angebot ab. Das Leistungsverzeichnis, was wir geschrieben haben, also um es zusammenzufassen, in der Vergabe waren es 117 Bieterfragen. Einmal ein Neustart des Verfahrens, weil wirklich ein eklatanter Fehler drin war. Aber wir haben es auf die Zielgerade gebracht. Und das haben wir zu dritt gemacht. Und nicht einer, der sich da abkämpft, ne, sondern es haben alle zusammen gemacht. Dann ist aber was passiert, was super interessant ist und was wir auch jetzt auch weiter verfolgen in der Zukunft, auch außerhalb vom Digitalpakt. Wir tauschen uns immer noch weiter aus und suchen weitere Synergieeffekte. Es ist aufgefallen, dass wenn du ein Problem hast, du auf einmal ganz andere Ansprechpartner hast. Du sitzt nicht mehr in der Verwaltung, in der Bürokratie und musst deine Hierarchien einhalten, sondern du hast da direkt jemanden woanders da sitzen, der genauso auf derselben Hierarchie ist wie du und kannst bottom-up Lösungen fabrizieren. Und das führte dazu, dass wir eigentlich an der Stelle eine sehr, sehr große Entbürokratisierung hatten. Also wir haben mit Privatunternehmen ja auch zu tun, die sagten, ihr arbeitet ja endlich mal wie wir. Und wir gesagt, nö, eigentlich nicht. Wir machen immer noch Verwaltung, aber wir gehen halt neue Wege. Wir nutzen ganz viele Tools dafür, wie Videokonferenzen. Also wenn jetzt irgendwas ist, drückt man einen Button, hat auf einmal die anderen, die jetzt gerade können, mit in der Videokonferenz drin, kann ein Problem ansprechen. Es gibt geplante Austausche etc. pp. Und immer mehr Synergieeffekte auch für die Zukunft, das ist auch meine Hoffnung da drin, können gezogen werden. Wir haben auch immer wieder neue Partner, die jetzt fragen, können wir da einsteigen? Und da sagen wir auch, natürlich kannst du auch einsteigen. Das ist ja kein geschlossener elitärer Kreis. Jetzt haben Sie ja gerade selbst die Privatwirtschaft ins Spiel gebracht. Wie kann denn die Bildungswirtschaft Kommunen bei diesem Projekt unterstützen? Ich sag's mal umgekehrt, nicht unterstützen, sondern was sollte sie nicht mehr tun? Sie sollte sich nicht vor uns stellen und sagen, oh, ich habe hier die Lösung für alles und ihr habt jahrelang nur Blödsinn gemacht. Ich nenne das immer das Berliner Syndrom. Ja? In der Schule regnet es rein, aber ihr stellt da Elektronikboards hin. Haben wir ja in Berlin in den Schulen ganz oft gehört. Aber ich glaube auch, die Kollegen in Berlin, die wissen schon, was sie tun. Es ist halt nur sehr träge und wie willst du das umsetzen? Und wir begegnen auf dem Bildungsmarkt, das erleben wir auf den Messen auch ganz viel, auch der Didakta so, ganz oft so dieses Bild so, ich habe die ultimative Lösung für den Digitalpakt. Da so ein bisschen weniger Marketing, ein bisschen mehr Verständnis auch für unsere Situation in den verschiedenen Bundesländern und uns einfach mal mitnehmen. Und dieses Mitnehmen führt zu Synergieeffekten. Das haben wir mit der Ecom 21 in Hessen, mit den nachgeordneten Privatbetrieben, wie die REDNET, die ein großer Anbieter ist auf den Bereichen, mit der Gesellschaft für digitale Bildung. Die haben das verstanden, die nehmen uns auch mit und die bieten uns dann eben auch sachgerechte Lösungen an für Teilbereiche, die wir noch brauchen.
Es gibt leider auf dem Bildungssektor noch sehr, sehr viele, die so ein bisschen so diese Generallösung und sie haben für alles. Und wenn man dann mit denen ins Gespräch kommt, kriegt man dann so mit, so dass sie gar nicht wissen, wo wir in Hessen stehen, wo Baden-Württemberg steht, wo Bayern steht. Sind halt im Föderalismus und jedes Kultusministerium gibt andere Regeln vor. Wenn wir jetzt mal bei Ihrer Kooperation bleiben, ist die jetzt damit beendet mit diesem Projekt oder da bieten sich ja durchaus Möglichkeiten auch für andere Bereiche als die Digitalisierung im Schulbereich? Das ist jetzt wieder die Bürokratie. Also generell bleibt die bestehen. Sie ist aber erstmal von dem, weil wir mussten ja einen Vertrag schließen, auf den Digitalpakt und auf IT in Schulen und IT so ein bisschen beschränkt. Es gibt aber auch andere interkommunale Zusammenarbeiten. In Hessen gibt es da sogar ein Förderprogramm für, wo die Kommunen dran teilnehmen können, wo andere Bereiche sind. Und in Umsetzung des OZG, des Onlinezugangsgesetzes, werden die auch immer mehr gehoben und immer mehr genutzt, weil kleine Kommunen haben es natürlich viel schwerer als jetzt Kreise oder Großstädte oder sowas. Und das ist eben so das Ziel davon, so ein bisschen. Und ich denke, dass das in den nächsten 10 Jahren, so die interkommunale Zusammenarbeit, Normalität werden wird. Dass bestimmte gleichwertige Leute, die gleiche Probleme haben, die sich vielleicht auch gut verstehen, es muss ja auch manchmal menscheln, ja, dann zusammenarbeiten und als Grundlage so etwas haben. Und ich kann immer nur jeden ermutigen, der eine Idee hat. Und sieht, da drüben ist einer, der macht ungefähr das Gleiche, auf den zuzugehen, sagen, und ach ja, wenn du unsicher bist, wie wir das machen, dann lass uns eine interkommunale Zusammenarbeit gründen. Das ist, also viele haben dann Angst davor, großes Vertragswerk, so wie die Vergabe, ne? Nein, das ist eigentlich ganz simpel. Man fängt einfach erstmal an auf der Arbeitsebene und dann geht man auf die politische Ebene und dann ist ganz schnell dieser Vertrag eben geschlossen, weil man die Synergieeffekte ja zeigt oder vielleicht auch schon positive, nicht unbedingt Ergebnisse, aber halt Vorhaben zeigt und dann eben auch mit den Ergebnissen wieder punkten kann. Bei uns ist es definitiv nicht am Ende. Also wir drei tauschen uns immer weiter aus. Es geht an bestimmten Stellen tiefer. Es wird an anderen Stellen auch wieder oberflächlicher, wo wir einfach nur sagen, ja, du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg. Hat sich jetzt so ein bisschen gefunden und das ist gut. Ja, und der Austausch wird natürlich auch auf der anstehenden Didaktamesse im Fokus stehen. Herr Jahn, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Kein Thema, mache ich immer gerne, Herr Stengel, weil nur wenn man erzählt, können andere davon profitieren. Und wir sind nicht Sisyphus. Das muss man immer im Kopf behalten. Wir werden öfters so als Bürokraten da so hingestellt, aber eigentlich sind wir diejenigen, die erkennen, ein Rad müssen wir nicht neu erfinden. Lass uns bitte das Rad vom anderen doch mal mitbenutzen. Das war ein schönes Schlusswort.